Computer aufzeichnen. Ja, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, was ich gerade schon gesagt habe. Also das war sozusagen das, was wir im ersten Lernsprint oder was Sie da bearbeitet haben, dann auch so Unterscheidungen bei der Laufzeitanalyse, Best Case, Average Case, Worst Case Analyse. Da hatte ich aber beim letzten Mal noch ein bisschen was zu gesagt. Sie haben sich angeguckt, untere Schranken für Sortieren, also zumindest für das Sortieren, wenn ich das Verfahren auf Elementvergleich basieren lasse, dann haben wir da eine untere Schranke entwickelt und das war irgendwie n log n und dann können wir auch sehen, dass da Verfahren wie Heap Sort und Merge Sort, dass das halt optimale Verfahren sind. Genau, hier sozusagen nochmal im Überblick, Insertion Sort, asymptotischer Aufwand, mittlerer Aufwand, jeweils n Quadrat. Quicksort hat auch im schlechtesten Verhalten einen n Quadrat Aufwand und der mittlere Aufwand ist n log n. Dieser mittlere Aufwand, das hatte ich beim letzten Mal ja auch gesagt, das ist teilweise wirklich schwierig zu ermitteln oder auch gar nicht zu ermitteln, weil ich dafür letztendlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung brauche für die Eingabeelemente und das habe ich halt in häufigen Fällen nicht. Aufwand bei Heap Sort ist n log n, genauso wie bei Merge Sort. Das heißt, das sind eigentlich in diesem Sinne optimale Verfahren. Und da würde ich aber jetzt ganz gerne nochmal auf einen Punkt aufmerksam machen. Das war auch im Elias beschrieben, aber nichtsdestotrotz, ich möchte das hier ganz gerne nochmal ansprechen. Und zwar das Thema, ich habe hier beispielsweise mal einen Quicksort rausgenommen. Ich mache da eine Laufzeitmessung. Fast ein und derselbe Algorithmus. Ich habe hier einfach mal drei Durchläufe gemacht mit ja, 5 Millionen Integerwerten. Ich habe die wirklich auf der identischen Maschine, das ist die Maschine hier auf meinem Schreibtisch gewesen. Die Algorithmen sind algorithmisch und ich habe identisch. Und es ist ein minimaler Unterschied bei der Behandlung der Daten. Ja, bei dem einen, bei der ersten Implementierung, erste Zeile haben wir irgendwie hier, was weiß ich, unterhalb von einer halben Sekunde. Ja, und bei dem anderen brauche ich ungefähr achtmal so viel. Und wenn man sich das irgendwie anguckt, und dafür möchte ich Sie zumindest nochmal sensibilisieren, oder wird gleich Christian da ganz kurz nochmal was zu sagen. Ich habe hier so eine Quicksort-Implementierung. Das ist jetzt eine iterative Implementierung. Letztendlich auf einem Integer-Array. Hier genau die gleiche Implementierung, das ist sozusagen die zweite Implementierung hier gewesen. Algorithmus absolut identisch, nur was wir hier verwenden, verwenden hier halt eine dieser Collection Classes aus Java, hier am Beispiel von der Vektorklasse. Ja, und das ist sozusagen das, worauf ich nochmal hin. Sie aufmerksam machen möchte, ja hier sozusagen nochmal, es ist genau der gleiche Algorithmus, absolut identisch. Ich muss den Vergleich etwas anders machen, ansonsten einfach nur, dass ich dann eine Methode aufrufe und dann nicht direkt vergleichen kann. Ansonsten aber absolut identisch und ich kriege einen Laufzeitfaktor von 8. Ja, und das soll Sie nochmal dafür sensibilisieren, dass ich mir schon Gedanken mache, welche Datenstruktur verwende ich eigentlich für meinen Algorithmus. Ja, ich habe hier jetzt sozusagen diese Vektorklasse eingesetzt. Die hat natürlich einen gewissen Komfort, beispielsweise, dass ich natürlich, wenn ich mit dem Platz nicht mehr auskomme, dass sie sich sozusagen automatisch vergrößert. Ich kann ja im Prinzip immer neue Elemente eintragen. Das bietet mir natürlich eine Menge Komfort. Aber kostet mir halt auch eine Menge Laufzeit. Ja, und Christian hat mich irgendwie Donnerstagabend angerufen. Mensch, hätte er irgendwie einen ganz schönen Effekt festgestellt in der Vorbereitung sozusagen unseres Reviews, beziehungsweise in der Vorbereitung jetzt des nächsten Lernsprints. Ja, und Christian, der hatte die Aufgabe, und das wird Sie dann heute Nachmittag begleiten oder begegnen. Wir werden natürlich, wir haben ein paar neue Tests generiert für Ihr kleines Betriebssystem, was Sie ja sozusagen weiterentwickelt haben mit dem LS-Kommando. Ja, er sollte einfach ein paar Dateien erzeugen, die halt größer sind als die Dateien, die Sie bislang schon kennengelernt haben, damit wir hinterher mal gucken können, ob Ihre Algorithmen auch tatsächlich funktionieren. Jetzt müssen Sie keine Angst haben, dass wenn die nicht funktionieren, dass wir dann ganz, ganz, ganz böse mit Ihnen sind. Darum geht es mir gar nicht. Sondern wir möchten einfach gucken, funktioniert das denn auch einfach mit größeren Dateien? Und Christian, ja, du kannst ja einfach mal ganz kurz erzählen,
was dir denn da widerfahren ist. Ja, genau. Das war eine ganz interessante Sache und das motiviert jetzt tatsächlich auch sogar den zweiten Sprint. Man sieht hier, dass das Code-Beispiel, das ich damals aus einer der Klassen rausgenommen habe, ich glaube, das ist in der File-Node-Klasse zu finden. Und zwar habe ich Testdateien oder eine Testdatei generiert, die recht groß war. 1 Million Einträge, das heißt, da sollten 1 Million Dateien in so ein Verzeichnis geschrieben werden. Das habe ich mir irgendwie automatisch generieren lassen und einfach das bestehende das Dateisystem genommen und auch die Funktionalität, mit der ich das serialisiere, genommen, um das einfach in eine separate Datei zu schreiben, damit wir das für die Tests laden können. Ein ganz einfaches Setup. Jetzt ist aber das Betriebssystem derart aufgesetzt, dass wenn ich die Klasse so, wie sie dort vorliegt, diese FileNode-Klasse, dass die überprüft, man sieht das hier in dieser Methode, erstmal ist diese Datei oder ist das, was wir gerade versuchen aufzurufen, ist das ein Ordner, dann können wir natürlich Sachen einfügen, das müssen wir sicherstellen und wir stellen sicher, ob der Name schon oder die Datei schon vorhanden ist in dem Ordner. Ich kann natürlich keine Duplikate einfügen, ich kann nur eindeutige Namen einfügen. Ich habe naiverweise als Datenstruktur, um die Kindknoten in jedem Ordner zu speichern, einfach eine ArrayList benutzt. Ne? So eine Container-Klasse, wo ich beliebig viele Elemente einfach reinwerfen kann. Was jetzt passiert, wenn ich versuche zu kontrollieren, ob der Name schon vergeben ist, ist, dass der einfach eine sequentielle Suche durch alle Dateien durchführt. Das heißt, mit jeder neuen Datei, die ich hinzufüge, kontrolliert er alle vorherigen Dateien, ob die mit dem gleichen Namen schon mal vorgekommen sind. Das heißt, je mehr Elemente ich einfüge, desto öfter muss er die gesamte Liste durchlaufen, um zu gucken, ob der Name vielleicht schon vorgekommen ist. Bei 10.000 Dateien merkt man das nicht. Bei 100.000 Dateien merkt man das auch noch nicht. Da geht das in 2 Sekunden. Wenn man jetzt anfängt, 1 Million Dateien da einzufügen, muss der mit dem, ich sage mal, 700.000. Schritt 700.000 Dateien kontrollieren. Mit dem 700.001. Schritt 700.001 Dateien kontrollieren. Und immer so weiter. Was dazu führte, dass das Erstellen dieser Dateien auf einmal elendig lange gedauert hat. Hier habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, wie kontrolliert wird, ob die Datei schon vorliegt. Ich habe einfach den Komfort der Container-Klasse, dieser ArrayList, ausgenutzt und gesagt, okay, alles klar, da kann ich kontrollieren, ob die schon vorhanden ist. Das soll wohl reichen. Für den Fall, dass wir jetzt 10.000 Dateien einfügen oder 100.000 oder 1 Million, ist das natürlich ungeeignet. Und das werden Sie jetzt im zweiten Sprint dann auch nochmal, dieses Konzept werden Sie im zweiten Sprint nochmal ein bisschen aufgreifen dürfen. Genau, wunderbar. Dankeschön, Christian. Ja, das ist sozusagen die Überleitung gleich in den zweiten Lernsprint, wo wir uns mit Datentypen beschäftigen werden. Wir haben jetzt im Prinzip ein paar Algorithmen kennengelernt. Wir haben das letztendlich auf einfachen Array gemacht, einem einfachen Feld. Und wie man halt vielleicht auch effizienter Daten verwalten kann, haben wir sozusagen am Beispiel dieser Priority Queue kennengelernt, die dann sozusagen beim Heapsort verwendet wird. Und das wird uns sozusagen jetzt im zweiten Lernsprint dann begleiten. Bevor wir das machen, möchte ich aber ganz gerne noch mal einmal auf dieses Thema hinweisen. Sie hatten am Anfang des Semesters, oder zumindest einige von Ihnen hatten am Anfang des Semesters, freundlicherweise diese beiden Fragebögen ausgefüllt. Das war einmal dieser hier, Befürchtung im Hinblick auf die Lehrveranstaltung, dann Ihre individuelle Lernbiografie. Und ich würde jetzt ganz gerne Sie ganz herzlich darum bitten, dass Sie zum Abschluss des ersten Sprints den nächsten Fragebogen ausfüllen. Und zwar
Wieder unter Angabe Ihres anonymen Kürzels, was Sie sich da überlegt haben. Und da wollen wir Sie zu den Erfahrungen jetzt nach dem ersten Sprint befragen. Wir wollen ja so ein bisschen untersuchen, inwieweit diese Methode, die wir hier im Rahmen der Lehrveranstaltung anwenden, inwieweit das vielleicht auch der Kompetenzförderung dienlich ist. Und ja, das interessiert mich natürlich irgendwie brennend, weil ich mir irgendwie über ja immer viel Gedanken mache um die Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen. Darum wäre ich Ihnen ganz herzlich dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen, mir hier rüber im Prinzip diese Rückmeldung geben. Entweder machen Sie das jetzt gleich, notieren sich das Ding hier, rufen sich das vielleicht gerade schon im Browser auf. Ich stelle natürlich ansonsten die Folien wieder online, beziehungsweise werde dann den Hinweis auf diese Befragung dann auch gleich nochmal als News bei Elias veröffentlichen. Das werden wir zu jedem Sprint machen, inwieweit es da vielleicht auch einen Fortschritt Ihrerseits gibt. Das Ganze basiert ja auf Ihrer individuellen Einschätzung, wie Sie selbst Ihre Kompetenzentwicklung sozusagen wahrnehmen. Genau, da ich das im kommenden Jahr, ich da schon eine Einladung habe zu einer Tagung, um die Erfahrung aus diesem Semester zu präsentieren, bin ich da auf jeden Fall auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Das wäre wirklich wunderbar, wenn Sie das tun würden. Okay, dann gehen wir jetzt über zum zweiten Sprint. Der zweite Sprint, da geht es, wie gerade schon gesagt, der wird vom Ablauf jetzt wieder ähnlich sein. Wir haben einen Themenblock, die Inhalte sind auch im Elias schon freigeschaltet, vielleicht haben Sie das schon gesehen. Da geht es um das Thema Datenstrukturen und Entwurf von Algorithmen. Das heißt, wir werden das im Prinzip ja, erweitern, die Dinge, die wir da jetzt im ersten Sprint gemacht haben, von den Produkten, die wir jetzt im Rahmen unserer Scrum-Methodik da entwickeln, wird es wieder genauso sein wie jetzt im ersten Sprint auch. Das heißt, Sie werden sich wieder die Theorie aneignen, Sie werden wieder eine eigene Zusammenfassung schreiben. Das können Sie mir später auch wiedergeben. Das bekommen Sie dann zur Klausur zurück. Und es wird auch wieder ein kleines Programmierprojekt geben. Das ist auch alles soweit schon vorbereitet. Und wir haben jetzt von der Zeit her, da das Thema aus, ja, es ist nicht ganz so umfangreich wie jetzt das erste Thema und auch das letzte Thema. Darum machen wir da jetzt eine Woche weniger. Das heißt, das Review und die Retro finden statt in der KW20. Das heißt, es ist die Woche ab 16.05. Genau, was machen wir da? Da will ich mal ganz kurz ein bisschen was zu sagen. Was ist überhaupt ein Datentyp? Ein Datentyp ist erstmal irgendwie eine Menge von Werten und irgendwie Operationen, die auf diesen Werten definiert sind. Ja, ein Beispiel von Java, nehmen wir mal jetzt irgendwie den Datentyp der Integer-Werte. Das ist ein Wertebereich von ja, minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1. Und wir haben verschiedene Operationen darauf, die typischen arithmetischen Operationen, Vergleichs- und Shift-Operationen und so weiter und so fort. Ja, das sieht dann irgendwie aus irgendeinem Handbuch, habe ich das hier übernommen. Da sieht das dann irgendwie so aus. Und dann haben wir natürlich andere primitive Datentypen, wie Double-Werte, also dass ich irgendwie Gleitkommazahlen habe. Ich habe boolsche Werte, ich habe Character-Werte. Ja, und grundsätzlich kann man eigentlich sagen, es gibt eigentlich kein Programm, was ich nicht auf Grundlage dieser Werte schreiben kann, auf dieser Datentypen schreiben kann. Ne? Alles andere ist letztendlich Programmierkomfort. Das ist natürlich jetzt mittlerweile irgendwie weitaus komfortabler, wenn ich die Programme auf einem höheren Abstraktionsniveau schreiben kann. Ja, aber ich sage mal, in den Anfängen der Informatik haben wir halt irgendwie Assembler-Code programmiert. Ja, und da gab es die Dinge, die wir heute wie selbstverständlich verwenden, gab es da einfach noch gar nicht. Ja, da musste man sich irgendwie mit Registern auseinandersetzen und da Dinge programmieren. Und auch da konnte man schon viele Sachen machen. Und auch das geht heute noch. So, aber wir wollen natürlich mit ein bisschen Komfort arbeiten. Das heißt, wir beschäftigen uns mit abstrakten Datentypen. Warum abstrakte Datentypen? Gucken wir uns erstmal die Idee irgendwie an. Es geht darum, dass wir letztendlich die konkrete Datenrepräsentation, dass wir die eigentlich verbergen. Die interessiert uns eigentlich gar nicht, sondern wir möchten den Zugriff eigentlich nur über definierte Operationen zulassen. Ja, sowas wie so eine API, Application Programming Interface. Ja, das können wir uns ganz gut angucken, wenn wir uns einfach mal einen Blick in die Java-Dokumentation werfen. Dann nehmen wir sowas wie die ArrayList, die Christian auch gerade erwähnt hat. Ja, hier im Prinzip als typisierte Klasse.
Ja, und dann gibt es halt eine Reihe von Operationen oder Methoden, die wir auf dieser Klasse verwenden können. Ja, da können wir irgendwie Elemente hinzufügen. Da gibt es unterschiedliche Varianten von Methoden aufrufen. Wir können das Ding löschen, wir können es kopieren, wir können prüfen, ob ein Objekt enthalten ist und noch eine ganze Reihe weiterer. Ja, das ist sozusagen der Gedanke. Ich muss gar nicht wissen, wie das intern realisiert ist, diese ArrayList, sondern mich interessiert eigentlich nur, mit welchen Methoden ich darauf zugreifen kann. Ja, das ist sozusagen der Grundgedanke eines abstrakten Datentyps. Das heißt, die Daten werden gekapselt. Ja, das heißt, die interne Repräsentation ist nicht bekannt, brauchen wir auch nicht wissen, sondern wir greifen nur per Funktion oder Methoden darauf zu. Das heißt, es gibt eine klar definierte Schnittstelle. Ja, und die Instanzierung, das ist dann, wenn wir sozusagen eine konkrete Ausprägung eines solchen abstrakten Datentyps mit konkreten Daten durchführen. Ja, dann haben wir sozusagen aus dieser objektorientierten Programmierung reden wir dann im Prinzip von einer Klasse. Das ist der Grundgedanke eines abstrakten Datentyps oder andersrum müsste man es eigentlich formulieren. Ja, der abstrakte Datentyp ist eigentlich der Grundgedanke einer Klasse und das konkrete Objekt, das ist sozusagen die Instanz davon. Was bedeutet das sozusagen für den Programmentwurf? Bringt uns halt einige Vorteile. Wenn ich das im Programmentwurf, diese Kapselung letztendlich immer strikt verfolge. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendein Anwendungsprogramm, was jetzt einen solchen abstrakten Datentyp verwendet. Ja, und wir haben jetzt die konkrete API, mit deren Hilfe wir auf diesen abstrakten Datentyp zugreifen können oder auf die Objekte dieses Typs zugreifen können, ja, wie beispielsweise bei dieser Array-Klasse. Ja, und dann nehmen wir mal das Beispiel, was Christian da gerade hatte. Der hat die Contains-Methode verwendet, hat die sozusagen unbedacht verwendet. Ja, und die ist jetzt vielleicht realisiert, nehmen wir das mal als Beispiel, mit einem bestimmten Algorithmus A. Ja, ich habe jetzt einfach beispielhaft hier die Laufzeit O von n Quadrat angegeben. Ja, und jetzt fällt uns irgendwann ein, Mensch, diese Methode, die wir da haben, dieses Contains, ja, die könnten wir eigentlich auch mit einem ganz anderen Algorithmus viel geschickter lösen, der vielleicht die Laufzeit n log n hat. Ja, und das werden Sie merken, wenn Sie beispielsweise mal so Laufzeituntersuchungen machen. Ich hatte das ja auch beim letzten oder vorletzten Mal, hatten wir ja auch da diese Tabellen, was das beispielsweise bei so angenommenen Laufzeiten oder Rechenzeiten, was das ausmacht, der Laufzeitunterschied von n log n zu n Quadrat, das ist halt ganz erheblich. Ja, und wenn ich jetzt sozusagen diesen alternativen Algorithmus für diese eine spezielle Anwendung oder für diese eine spezielle Funktion habe, und wenn ich das Ding dann austausche, dann komme ich quasi in meinem Anwendungsprogramm in den Genuss dieser Weiterentwicklung, ohne dass ich irgendwie eine Zeile Code ändern muss. Dadurch, dass ich einfach über diese klar definierte Schnittstelle zugreife. Das heißt, diese Implementierung dieses abstrakten Datentyps ändert sich, die API bleibt aber unverändert und auch die anwendenden Programme bleiben unverändert. Ja, und das würde ich Ihnen ganz gerne mitgeben, dass ich das als ein ganz wichtiges auch Merkmal bei der Programmentwicklung, diese strikte Kapselung und auch die strikte Trennung so in unterschiedliche Entwicklungsschichten, dass Sie das beherzigen, weil Sie dann einfach von den Weiterentwicklungen in unterliegenden Schichten sozusagen profitieren können und Ihre Anwendung eigentlich unverändert bleibt. Ja, das macht sozusagen, das ist ein ganz wesentliches Merkmal. So, und bevor wir jetzt irgendwie darauf eingehen, was wir denn machen wollen, würde ich ganz gern von Ihnen vielleicht schon mal hören, ja, was haben Sie denn für Datentypen schon mal kennengelernt? Ja, auch da würde ich jetzt wieder bitten, dass Sie wieder hier einfach die Whiteboard-Funktion in Zoom nutzen und einfach mal ein paar Datentypen hier reinschreiben, von denen Sie schon mal gehört haben. Ja, oben wieder Kommentier-Button und dann die mit der Menüleiste, da kann man ja, glaube ich, auch Texte schreiben. Einfach hier einfach mal ganz kurz reinschreiben, von welchen Datentypen Sie schon gehört haben.
Hallo? Haben Sie von noch nichts gehört? Das kann doch sein. Wie genau geht das nochmal? Also oben auf Kommentieren gehen. Mal gucken hier, wenn das im Chat geschrieben wird, dann sehe ich das nicht. Wir gehen oben auf Kommentieren. Da gibt es auch diese Zoom-Menüleiste, Kommentieren. Und dann haben Sie da die Möglichkeit, mit dem Text einfach, genau, jetzt kommt es hier schon, dass Sie da einfach Texte reinschreiben. Irgendwo Referenzdatentypen, Date Time steht jetzt hier. Was ist Ihnen schon mal irgendwie untergekommen? Aufzählungen, Random, Basisdatentypen. Genau, lassen Sie uns einfach mal teilhaben an Ihrer Vorerfahrung. Byte, Integer, Short. Primitive Datentypen, verkettete Liste, jetzt wird spannend, sage ich mal, Dictionary, Long, Hashmap. Eine ganze Reihe von, ja, ich bezeichne es auch gerne als primitive Datentypen oder auch eine Basisdatentyp, vermutlich ist das damit gemeint, also Integer, Byte, Short. Es ist ja natürlich, je nach Programmiersprache gibt es dann ja unterschiedliche primitive Datentypen. Jetzt haben wir aber auch sowas wie hier schon Dictionary, verkettete Liste, Tree oder Bäume, Hashmap, die sozusagen so ein bisschen komplexer, will ich mal sagen, sind. ArrayList. Ja. Genau. Ja, wir haben ja nicht, das ist ja nur eine kleine Vorlesung sozusagen im Rahmen Ihres gesamten Studiums und Bücher über Algorithmen und Datenstrukturen, die sind teilweise mehrere hundert Seiten lang. Ja, wir haben immer nur wenig Zeit, das heißt, wir werden eine ausgewählte Anzahl uns von Datentypen angucken und einige stehen hier drauf, die wir machen werden, nämlich sowas wie verkettete Liste und Bäume, das sind ganz wichtige Datenstrukturen in der Informatik, warum sage ich gleich, aber auch noch so Sachen, die Sie vielleicht auch schon mal kennengelernt haben im ersten Semester, vielleicht bin ich mir, da weiß ich nicht genau, sowas wie Stack und Queue, um vielleicht auch Reihenfolgen zu organisieren, auch das werden wir uns angucken. Ja, Dankeschön erstmal, ich stoppe das mal wieder hier, nehme die mal ganz kurz wieder weg. Anfangen möchte ich nochmal mit einem ganz kleinen Blick auf auf das Array oder auf das Feld. Ja, also im Prinzip einfach die Aneinanderreihung von Werten eines Typs, beispielsweise ein Feld von Integer-Werten, die ich halt direkt ansprechen kann durch eine entsprechende Indizierung. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie diese Indizierung erfolgt. Hier ist ja jetzt dargestellt, beispielsweise ein Feld der Größe 12. Da ist die Indizierung von 1 bis 12 in etlichen Programmiersprachen, so auch in Java und C beispielsweise, fängt die Indizierung bei 0 an. Das heißt, das erste Element hat den Index 0. Das letzte dann, in diesem Fall wäre das dann der Index 11, also Größe n minus 1. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, insbesondere, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das, wenn ich hier so Pseudocode formuliert habe, ob ich das immer einheitlich gemacht habe. Manchmal ist es vielleicht von 1 bis n, manchmal vielleicht von 0 bis n minus 1. Und wenn Sie dann mal irgendwann feststellen, da ist irgendwie so ein Index-Out-of-Bound-Error,
Dann ist das immer so der erste Punkt, worauf ich gucken würde. Wie habe ich denn die Indizierung meines Feldes realisiert und wie sieht das eigentlich diese Programmiersprache vor? Ich möchte zunächst noch mal mit Ihnen überlegen, jetzt nehmen wir mal, das kennen Sie alle, so ein Feld, da haben Sie jetzt alle schon mitgearbeitet. Und ich möchte noch mal die Frage stellen, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wir möchten jetzt ein paar Operationen auf so einem Feld realisieren. Und zwar sowas wie suchen, das heißt, ich habe ein Feld und suche ein bestimmtes Element oder ich möchte ein bestimmtes Element einfügen. Jetzt hier sozusagen bei diesen Aufrufen, hier habe ich jetzt im Prinzip eine Reihe von Methoden. A meint immer das Feld, das ich habe, oder das Array, und K meint immer sozusagen das Element, mit dem ich dann hier hantieren möchte. Bei der Suche suche ich natürlich dieses Element K. Beim Einfügen möchte ich dieses Element K einfügen. Ich möchte es jedenfalls löschen. Ich möchte das größte oder kleinste Element des Arrays finden. Und ich möchte beispielsweise, hier fehlt was, hier fehlt noch ein Index K, sehe ich gerade. Ich suche den Vorgänger oder den Nachfolger eines bestimmten Elementes. Ja, und da möchte ich jetzt von Ihnen mal ganz kurz, überlegen Sie mal, welcher Aufwand entsteht denn, wenn ich das Feld beispielsweise sortiert vorliegen habe? Ja, welcher Aufwand entsteht dann, wenn ich dann diese Operation durchführe, suchen, einfügen, löschen und so weiter? Und welcher Aufwand entsteht beim sortierten Feld? Da gebe ich Ihnen jetzt mal so ein, zwei Minuten Bedenkzeit und überlegen Sie mal, welcher Aufwand im Sinne sozusagen oder in der Schreibweise der Groß-O-Notation entsteht, beispielsweise, wenn ich nach einem bestimmten Element suche. Ja, und dann überlegen Sie mal ganz kurz und dann füllen wir das mal ganz kurz aus hier, die Tabelle. Oder wenn Sie wollen, wenn Sie sozusagen Ergebnis haben, nehmen Sie wieder hier sozusagen das Ganze als Whiteboard hier, kommentieren Sie es, indem Sie sozusagen die Laufzeit einfach mal eintragen. Dann nehmen Sie sozusagen hier die Textkommentierung und tragen Sie mal Dinge hier in die leeren Felder rein. Ja, trauen Sie sich ruhig. Wenn Sie eine Laufzeit beschreiben, schreiben Sie immer gerne O von N. Sehr schön, genau. So würde ich das ganz gerne immer formuliert wissen. Das sagt uns dann, okay, mit der Unschärfe, die ich das letzte Mal erläutert habe, ja, da kommt es jetzt nicht auf genaue Konstanten an, aber der Aufwand hängt halt sozusagen ab von der Größe der Eingabe. Würde ja O von N bedeuten und beim sortierten Feld O von log N. O von N halbe wird da geschrieben, genau. Schreiben Sie, tragen Sie einfach mal ein, was Ihnen da so in den Sinn kommt. Und dann gehen wir dann gleich mal durch. Es gibt hier keine falschen Antworten, es gibt nur die Optionen auf Wissenserweiterung, will ich es mal nennen. Ja, also ganz egal, was Sie da eintragen, es gibt jetzt keinen falsch. Klar gibt es falsche Antworten, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie schlimm ist. Das wollte ich damit sagen. Ja, wir wollen, sind ja hier, um zu lernen.
Trauen Sie sich auch ruhig an, die Delete-Operation, Min-Max-Operation und Vorgänger-Nachfolger. Vorgänger-Nachfolger meint übrigens, vielleicht habe ich das, ist das auch nicht ganz klar, wenn ich jetzt beispielsweise ein Feld habe mit Integer-Werten, ja, und ich suche jetzt sozusagen nach dem Vorgänger oder Nachfolger eines bestimmten Integer-Wertes, dann meine ich natürlich sozusagen den in der Größe nächsten oder vorherigen Wert. Ja, nicht sozusagen denjenigen, der im Feld davor oder danach steht, sondern den in der Größe des Wertes. Ich hätte dazu noch mal eine Frage. Aber bitte doch. Bei Insert und Delete soll man da beachten, dass es dann auch erst noch gesucht werden müsste oder soll man den Abschnitt dann weglassen? Ja, das gehört dazu. Ja, also wenn Sie jetzt sagen, ich muss irgendwie die richtige Position finden, gehört das natürlich dazu. Okay, alles klar, vielen Dank. So, ich lasse Sie nicht eher aus dieser Konferenz raus, bis jedes Feld hier mit wenigstens einem Eintrag gefüllt ist. Der auch halbwegs sinnvoll erscheint. So, zwei fehlen noch. Vorgänger, Nachfolger. Stellen Sie sich vor, Sie haben einfach eine Folge, sagen wir ungerade Zahlen, ja, 1, 3, 5, 7, 9 und sowas, die mal unsortiert, mal sortiert abgelegt sind. Und wenn Sie dann beispielsweise mit der 5 da einsteigen, wie gesagt, der Parameter fehlt natürlich, habe ich vergessen, dann würden Sie bei Vorgänger, bei der 5 wäre die 3, der Nachfolger wäre die 7. Die müssten Sie halt identifizieren. Und dann ist das eigentlich bei einem sortierten Feld ganz leicht. Von Login. So, ich habe gesagt, wenn überall was steht, dann machen wir weiter. Erstmal zur, vielleicht ganz kurz zur Notation, das, was Sie jetzt hier geschrieben haben. Das sieht ja alles fast ganz gut aus, nur so zur Info. Wenn ich da sowas habe wie, oder erstmal die Frage, da können Sie mir gleich mal eine Rückmeldung geben, ja, wenn ich hier hinschreibe, O von N halbe und O von N. Ist das identisch oder ist das unterschiedlich? Da können wir jetzt mal gucken. Ach, das weiß ich nicht. Das ist immer so blöd, wenn ich hier präsentiere, dann sind immer die ganzen Zoom-Funktionen gar nicht verfügbar. Ich muss mir mal die Teilnehmerliste, sehe ich dann leider nicht. Ich kann sie jetzt nicht abstimmen lassen. Das würde mich natürlich interessieren, weil ich sehe die Teilnehmerliste nicht. O von N halbe und O von N. Geben Sie mal eine Rückmeldung. Ist das identisch oder ist das unterschiedlich? Wer hat eine Meinung dazu? Ist unterschiedlich. Gibt es Gegenmeinungen?
Herr Kolpers schreibt im Chat, identisch, da Konstanten vernachlässigt werden können. Ganz genau. Also die sind identisch, ja, weil Konstanten, die können wir im Rahmen der Groß-O-Notation einfach vergessen. Ja, das heißt, O von N halbe ist ja nichts anderes als O ein halb N. Ja, ein halb ist in diesem Sinne eine Konstante, hängt nicht von der Größe der Eingabe ab. Die Größe der Eingabe ist N und das können wir da rauslassen. O von 2 und O von 1 ist natürlich auch identisch. Typischerweise schreibt man immer O von 1. Und das Gleiche, was wir oben hatten mit N halbe und N, gilt auch unten links bei O von 2N. Das wäre dann auch O von N. So, jetzt gehe ich mal weiter auf das, was ich mir da überlegt habe. Und dann vergleichen wir mal, was Sie geschrieben haben und was ich da irgendwie geschrieben habe. Jetzt hoffe ich, das funktioniert. Ja, genau. Die Sachen sind ja alle noch da. Dann gehen wir mal ganz kurz durch. Unsortiertes Feld, ich suche ein bestimmtes Element, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einmal komplett durchzugehen. Ja, das heißt, ich muss einmal über das gesamte Feld drüber hoppeln. Das heißt, da mal auch von O von N, das passt. Beim sortierten Feld, ja, dann können wir im Prinzip das Prinzip der binären Suche anwenden, was wir ganz am Anfang schon gemacht haben. Ja, ich nutze immer diese Halbierung. Ja, und wenn ich sozusagen die Eingabegröße immer wieder halbiere, dann komme ich da auf einen logarithmischen Aufwand. Wenn ich was einfügen möchte, ein bestimmtes Element im unsortierten Feld, ja, dann muss ich erstmal gucken, ist überhaupt noch Platz? Da gehen wir davon aus, das kostet konstante Laufzeit. Und wenn noch Platz ist, dann trage ich es einfach an der freien Stelle ein. Das ist sozusagen, ich will, das habe ich eben nicht gesagt, ich möchte natürlich dieses Array ohne Lücken haben. Das hätte ich vielleicht sagen sollen. Das hat dann gewisse Auswirkungen natürlich auf die Operationen. Das heißt, wenn ich einfügen möchte, würde ich sozusagen an der freien Stelle nach dem bisher gefüllten Array eintragen. Ja, und sofern da Platz ist, kriege ich das halt einfach in O von 1 Zeit hin, wenn ich mir halt auch irgendwie merke, wie viele Elemente ich beispielsweise gespeichert habe. Ja, in dem sortierten Feld, da muss ich jetzt im Prinzip suchen. Und wenn ich jetzt sozusagen irgendwie ein Element eintragen möchte, was nicht das Kleinste, hilft mir nicht, und was nicht das Größte ist, was ich dann ja am Ende einhängen könnte, ja, dann muss ich mir irgendwie erstmal die richtige Stelle suchen und dann habe ich das Problem, dann muss ich Platz schaffen. Ja, wenn sozusagen das Feld ohne Lücken gespeichert ist, dann muss ich mir Platz schaffen, muss im Prinzip alle Elemente irgendwie einmal nach rechts verschieben. Und das kostet mich natürlich dann irgendwie linearen Aufwand im Worst Case. Ja, denn der Worst Case ist, ich trage ein neues kleinstes Element ein, was ich als erstes Element eintragen möchte. Beim Delete ähnlich, da muss ich, wenn ich, das habe ich leider eben nicht gesagt, darum habe ich Sie da vielleicht ein bisschen verwirrt, sorry. Wenn ich ein Element lösche, dann muss ich es natürlich erstmal finden. Das heißt, da muss ich vielleicht einmal durchsuchen. Oder ich mache es, wenn ich es im sortierten Feld habe, kann ich es mit Log-N-Aufwand machen. Ja, und dann muss ich sozusagen die Stelle, die dann frei geworden ist, die muss ich sozusagen durch Verschieben der restlichen R-Elemente dann wieder, ja, ich muss jetzt R letztendlich wieder zusammenschieben. Und in Summe macht das linearen Aufwand aus. Im unsortierten Feld das größte oder kleinste Element suchen, ist natürlich O von N. Ich muss einmal ganz durchlaufen. Und im sortierten Feld, dann nehme ich einfach das erste und das letzte. Das sind dann jeweils, je nachdem, wie es sortiert ist, ob aufsteigend oder absteigend, sind das dann halt die größten und kleinsten Elemente. Ja, und das Gleiche gilt für den Vorgänger, Nachfolger. Ja, auch da habe ich linearen Aufwand. Wenn ich denn dann die Stelle habe, ja, vorausgesetzt, das Element habe ich, dann muss ich einfach sozusagen ein Feld nach rechts bzw. ein Feld nach links gucken oder feststellen, dass das dann da vielleicht zu Ende ist. Dann gibt es keinen Nachfolger, keinen Vorgänger. Aber das würde ich dann in O von 1 Zeit hinbekommen. Ja, wenn ich das Element selbst erst nochmal suchen muss, im sortierten Feld käme dann nochmal irgendwie Log N dazu. Habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Und im unsortierten Feld muss ich natürlich wieder einmal ganz durchlaufen. Ja, wenn ich jetzt ein Element habe, ja, wenn ich das Beispiel, was ich eben hatte, ich habe im Prinzip alle ungeraden Elemente, ja, 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11 und so weiter. Ja, und das Ganze liegt unsortiert vor, ja, dann, wenn ich die 5 sozusagen nehme, möchte Vorgänger, Nachfolger haben, ja, dann muss ich die Elemente 3 und 7 ersuchen. Und da brauche ich lineare Laufzeit für. So, jetzt die spannende Frage. Was ist die bessere Struktur?
Was meinen Sie? Ich entferne mal hier alle Zeichnungen, damit das wieder ordentlich ist. Was ist jetzt die bessere Struktur? Blätter nochmal zurück. Was ist die bessere Struktur? Was meinen Sie? Gibt es Wortmeldungen? Ah, hier im Chat wird was geschrieben. Insgesamt das sortierte Feld. Andere Wortmeldungen. Kommt drauf an, wie oft welche Methoden verwendet werden, steht hier im Chat. Genau. Ah ja, hier kommt noch so ein paar Anmerkungen. Sortierte Feld. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt drei Bildschirme. Muss ich mal gucken, ob ich da auch mal von rechts nach links gucke. Aber ich würde dem Herrn Wulff erstmal irgendwie recht geben. Ich muss mir erstmal anschauen, welche Methoden verwende ich denn ganz häufig. Ja, wenn ich beispielsweise oft eintrage und irgendwie wenig abrufe, dann wäre ja das unsortierte Feld irgendwie ganz günstig. Ja, also das ist sozusagen nur der Hinweis darauf. Ich kann das so absolut gar nicht beantworten. Ja, so auf den ersten Blick scheint das bei dem sortierten Feld so zu sein, dass ich da sozusagen diesen Aufwand, den ich beim Einfügen habe, ja, dass der dann, wenn ich dann oft darauf zugreife, dass das dann vielleicht die bessere Wahl ist. Aber eigentlich muss ich mir immer anschauen, welches Element möchte ich speichern und was sind die Methoden, mit denen ich halt drauf operiere, wie oft rufe ich da welche Methode auf. Und das ist eigentlich das ausschlaggebende Kriterium, ja, was ich dann da vielleicht verwende. Ja, sozusagen die Operationen, die am häufigsten verwendet werden, ja, die sollte ich möglichst gut unterstützen. Okay, so, was wir machen werden oder was Sie machen werden im Sprint, Sie werden sich mit so ein paar elementaren Datentypen auseinandersetzen und immer wieder vorkommen tun sowas wie Stack und Queue, weil das auch ganz gute Strukturen sind, um einfach die Reihenfolge von Dingen zu organisieren. Ja, wenn Sie beispielsweise Bearbeitungsreihenfolgen, das wird uns beim Thema Graphenalgorithmen, wird das, muss ich gerade überlegen, wo kommt das vor? Q kommt vor. Stack kommt im Prinzip auch vor, doch, genau. Also wenn ich im Prinzip systematisch Dinge untersuchen möchte, dann kann ich das nach unterschiedlichen Ordnungsprinzipien machen. Und das kann ich ganz gut hier beispielsweise über einen Stack oder über eine Queue oder Keller und Schlange, wo dann so elementare Operationen sind wie auf einem Stapel, kann man sich vorstellen wie so ein Papierstapel auf dem Schreibtisch. Ich kann immer nur von oben drauf zugreifen. Push und Pop sind da die typischen Bezeichnungen für die Operation oder bei der Schlange, das ist das Prinzip, was Sie kennen, wenn Sie im Supermarkt an der Kasse stehen, ja, sozusagen an der einen Ende, am einen Ende wird aufgefüllt, das ist die Enqueue-Operation, das Einfügen, da stellen Sie sich mit Ihrem Einkaufswagen an, am Ende der Schlange und vorne an der Kasse, da gibt es die Dequeue-Operation, da wird der oder die vorderste Kundin behandelt und die wird dann sozusagen aus der Schlange entfernt. Ja. Das gucken Sie sich an. Es gibt halt Programmiersprachen, da gibt es dann vielleicht solche Sachen. Ja, und wir gucken uns aber auch an, wie wir die denn selbst realisieren können. Also man kann beispielsweise Stack und Queue, kann man auf Basis von Arrays implementieren. Man kann das auf Basis von verketteten Listen implementieren. Ja, wenn Sie das vielleicht später mal brauchen werden und die Programmiersprache, die Sie da gerade im Einsatz haben, bieten sozusagen keine grundlegenden Datentypen von Stack und Queue an, dann müssen sich sowas vielleicht selbst realisieren. Und darum gucken wir uns das hier an. Genau, dann ganz wichtig, verzeigerte Datenstrukturen oder Pointer-basierte, das kommt sozusagen aus der C-Syntax oder C-Notation, da reden wir von Pointern, beziehungsweise in C und C++ ist das ja auch. Da kann ich im Prinzip Datentypen schaffen, die beliebig groß werden können.
Ja, typischerweise ist das eine rekursive Datenstruktur, wo ich keinen wahlfreien Zugriff habe. Ja, es ist nicht so wie beim Array, wo ich dann auch auf das 13. Element in dem Array zugreifen kann, indem ich den Index angebe, sondern bei diesen verzeigerten Strukturen, da habe ich im Prinzip einen Zeiger auf den Anfang oder eine Referenz, um den Sprachgebrauch davon Java zu verwenden, eine Referenz auf den Anfang. Und ich muss im Prinzip immer durchlaufen, um dann zu, beispielsweise, wenn ich mir jetzt das hier angucke, ich möchte zu diesem Element kommen, da habe ich keinen direkten Verweis drauf, sondern ich habe nur einen Verweis auf den Anfang und muss dann da durchlaufen, um dann an dieser Stelle zu landen. Ja, das könnte beispielsweise hier in Java so aussehen, da hätte ich irgendwie eine Klasse Node als Knoten, ja, da habe ich im Prinzip einen Inhalt. Ja, das ist immer der Gedanke. Ich habe im Prinzip einen Inhalt, das kann alles Mögliche sein. Da können wir beliebige Objekte haben, das können elementare Typen sein. Ja, ein Integerwert könnte das sein. Das könnte aber auch beispielsweise ein Objekt vom Typ Person sein, die aus Name, Adresse und sonst was besteht. Und ich habe halt einen Verweis auf das nachfolgende Element. Ja, das gibt es auch in komplexeren Strukturen, dass ich beispielsweise eine Referenz oder einen Zeiger auf das nachfolgende Element habe und auch einen Zeiger auf das vorhergehende Element. Dann spricht man von einer doppelt verketteten Liste. Auch da muss die Anwendung sozusagen definieren, was wir da wirklich brauchen. Ja, manchmal kommt man mit so einer einfachen Liste aus, manchmal ist es hilfreicher, eine doppelt verkettete Liste zu haben. Ja, und das ist sozusagen das ein Teil Listenstrukturen, den Sie sich in diesem zweiten Sprint angucken werden. Dann gibt es eine etwas komplexere Listenstruktur, das ist die sogenannte Skip-Liste. Das ist eine relativ komplexe Datenstruktur, wo man den Gedanken der binären Suche verknüpft mit der Idee der verzeigerten Liste. Ja, und zwar ist der Grundgedanke da, dass ich sage, ich habe hier, also durch diese Pfeile sind immer so Zeiger angegeben oder Referenzen angegeben und ich habe unterschiedliche Ebenen für diese Verzeigerung. Ja, ich habe eine untere Ebene, da ist sozusagen, gibt es einen Zeiger von einem Element immer auf das nachfolgende Element. Ja, ich komme von der 2 zur 3, hier eine sortierte Liste, von der 3 zur 4 und so weiter und so fort. Ich habe aber auch sozusagen Verzeigerung, ich sage mal, auf der Überholspur. Ja, und der Gedanke ist da sozusagen der dieser binären Suche. Ja, ich gucke beispielsweise hier auf der obersten, sozusagen je höher ich in der Ebene komme, umso weiter springe ich im Prinzip immer nach rechts. Ich habe jetzt hier beispielsweise drei Ebenen. Ja, auf der obersten Ebene gehe ich sozusagen immer zum jeweils vierten Element. Das ist jetzt so ein bisschen idealisiert hier dargestellt. Ja, ich gehe quasi immer vier Elemente weiter, komme hier hin, komme hier hin, komme hier hin. Ich habe einen Anfang, ja, da gibt es sozusagen Zeiger auf jeder Ebene und ich habe sozusagen Endemarker im rechten Ende, wo dann angezeigt wird, ich habe hier durch so ein Unendlich-Symbol, hier ist die Liste zu Ende. Und hier kann man halt im Prinzip die Operation ein bisschen schneller gestalten. Ja, beispielsweise, wenn wir das Element 13 in dieser Liste suchen. Ja, wenn ich jetzt hier beispielsweise hier unten suchen würde, dann müsste ich mich hier von einem Element zum nächsten durchhangeln. Ja, und ungünstig ist das natürlich immer, wenn ein Element nicht vorhanden ist. Dann muss ich ja wirklich bis zum Ende durchlaufen, habe ich auf jeden Fall linearen Aufwand. Und der Gedanke jetzt bei dieser Skip-Liste ist, das mache ich jetzt mal am Beispiel von dieser Einfügen-Operation klar, ich fange im Prinzip auf der obersten Ebene an, springe sozusagen hier in und als Inhalte dieser Objekte oder dieser Elemente haben wir jetzt einfach ganze Zahlen. Gucke mir an, ist dieses Element, die 5, ist das größer oder kleiner als jetzt, was hatte ich gesagt, ich suche die 13. Ja, wenn das kleiner ist, gehe ich auf der obersten Ebene weiter. Die 18 ist jetzt größer als die 13. Das heißt, wenn die 13 vorkommt, dann ist sie auf jeden Fall vor der 18. Das heißt, ich gehe zum vorherigen Element zurück, gehe eine Ebene nach unten, weil da sozusagen diese Sprungweite kleiner ist, gehe von der 5 dann zur 10, von der 10 gehe ich dann zur 18, 18 ist wieder größer als 13, also springe ich wieder zurück, gehe wieder eine Ebene nach unten, gehe dann zum nächsten Element und dann stelle ich fest, oh, ich habe es gefunden. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise die 12 einfügen möchte,
Ja, dann würde ich das im Prinzip genauso machen. Ich muss mir erst die richtige Position suchen, komme hier hin, springe zurück, komme hier hin, springe wieder zur 10, springe wieder zur 18, zu groß, springe zurück, gehe hier hin zur 10, springe zum nächsten, ist die 13, oh, zu groß. Das heißt, ich habe eine richtige Einfügestelle gefunden und würde jetzt die 12 hier zwischen der 10 und der 13 einfügen. Und dann muss ich mir überlegen, wie viel Zeiger weise ich dieser 12 zu. Das kann man irgendwie zufallsbasiert machen und muss dann entsprechend diese ganzen Zeiger umhängen von vorhergehenden Elementen zu nachfolgenden Elementen. Ja, und das ist sozusagen eine fortgeschrittene Listenstruktur, die so ein bisschen kombiniert diesen Gedanken der binären Suche mit dieser Referenzimplementierung. Ist eigentlich eine ganz spannende Struktur. Dann stand da eben als ein Beispiel für eine Datenstruktur Dictionary. Das ist sozusagen die nächste Datenstruktur, die wir kennenlernen werden. Das sind Hash-Tabellen oder auch Dictionaries. Da ist der Gedanke, dass ich im Prinzip eine Tabelle habe, in die ich eintragen kann. Ein Datensatz besteht im Prinzip aus einem Schlüsselelement. Dann habe ich die weiteren Daten, die jetzt sozusagen diesem Element dazugehören. Und dass wir diese Elemente jetzt letztendlich in so einer sogenannten Tabelle, Hash-Tabelle, speichern werden. Ja, und zwar der Eintrag erfolgt letztendlich immer über das Schlüsselelement, was wir haben. Ja, dieses Schlüsselelement, das wird, der wird eine bestimmte Funktion zugewiesen oder Funktionswert zugewiesen, der sogenannte Hash-Wert. Und über diesen Hash-Wert bekomme ich sozusagen die Adresse, unter der dann dieser Eintrag hier in diesem Feld, in der Hash-Tabelle abgelegt werden soll. Ja. Das sieht dann vielleicht irgendwie so aus, dass ich beispielsweise, dass ich sozusagen, das ist die Menge aller möglichen Elemente, die ich vielleicht irgendwie speichern möchte. Das ist meine Hash-Tabelle. Und jetzt weise ich sozusagen, wenn ich ein Element eintragen möchte, dann weise ich den Elementen jeweils einen sogenannten Hash-Wert zu. Da wird es eine sogenannte Hash-Funktion geben. Ja, und beispielsweise liefert mir die Hash-Funktion angewandt auf das Element K3 den Index, sozusagen die Adresse innerhalb dieser Hash-Tabelle, unter der ich das Element dann ablege. Ja, hier beispielsweise der Hash-Wert von K3 wäre die 2. Der Hash-Wert von K4 wäre die, was ich 4 hier angedeutet. Ja, und das ist sozusagen die Grundidee. Und was passieren kann, das sieht man hier. Je nach Größe sozusagen der Werte, die ich hier überhaupt eintragen kann und der Größe der Hash-Tabelle, kann es halt dazu passieren, das ist natürlich unerwünscht, aber es kann passieren, dass Einträge denselben Hash-Wert zugewiesen bekommen. Ja, dann tritt eine sogenannte Kollision auf. Da muss man sich Gedanken machen, wie ich das behandle. Ja, auch da werden wir oder werden Sie Verfahren kennenlernen, wie man das machen kann. Eine ganz einfache Idee ist beispielsweise, dass ich dann einfach eine Liste dieser Elemente hier hinten dran hänge. Ja, das, was wir eben hatten, verkettete Liste. Also ich sage, wenn jetzt beispielsweise der Hashwert von K3 und K4, wenn die identisch sind, ja, dann kann ich ja immer nur ein Element quasi direkt eintragen. Ich könnte aber auch sozusagen eine Referenz auf eine Liste von Werten eintragen oder von Objekten eintragen, die halt alle sozusagen auf den gleichen Hashwert abgebildet werden. Ja, das haben wir, sehen wir hier oder hier. Ja, es gibt weitere Formen, diese Kollisionen, die da entstehen können, sozusagen aufzufangen oder abzufangen. Und das lernen Sie sozusagen in diesem Teil. Ja, das ist quasi sozusagen auch ein Kapitel in diesem zweiten Lernsprint. Und der dritte Teil, da geht es um eine ganz wichtige Struktur, die in der Informatik zum Einsatz kommt. Und das sind Bäume, typischerweise als binäre Bäume, Baumstrukturen. Das sind hierarchische organisierte Strukturen. Das kennen Sie beispielsweise aus so einem Dateisystem, ja, wo Sie sozusagen irgendwie einen Einstieg haben in das Dateisystem und haben Sie Ordner, innerhalb dieser Ordner gibt es wieder Unterordner und irgendwann kommen dann vielleicht Dateien. Genau, das ist sozusagen der Grundgedanke auch bei Bäumen. Wir haben im Prinzip auch das ist wieder eine verkettete Struktur, ähnlich wie bei Listen, nur gibt es halt jetzt mehrere Nachfolgeelemente oder Kindelemente, sagt man typischerweise. Ja, man redet immer von dem Knoten hier oben, das ist die sogenannte Wurzel.
Ja, das ist ein bisschen anders als sozusagen in der Natur. Hier in der Informatik ist die Wurzel immer oben. Ja, hier drunter kommen die Kindknoten. Ja, und bei binären Bäumen, das steht ja hier oben in der Überschrift, da haben wir die Situation, dass jeder Knoten maximal zwei Nachfolgeknoten haben kann. Ja, also diese Punkte hier, diese orangen Punkte bezeichne ich typischerweise als Knoten. Und bei binären Bäumen habe ich maximal zwei Nachfolgeelemente. Hier beispielsweise haben wir die Situation, hier haben wir sogar drei Nachfolgeelemente. Das wäre jetzt kein binärer Baum, ja, aber kann ich natürlich auch machen. Ich kann beliebig viele Nachfolger sozusagen zulassen. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Formen, solche Baumstrukturen zu realisieren. Und diese Baumstrukturen, die werden, spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation von Daten. Und auch da interessieren wir uns natürlich genau für die Operationen, die ich da eben schon mal stehen hatte, nämlich sowas wie Suchen, größte, kleinste Elemente finden, Vorgänger, Nachfolgeelemente finden, Dinge eintragen, wieder löschen. Und da werden wir uns damit beschäftigen, dass, wenn ich jetzt diese Operation auf solchen Baumstrukturen ausführe, ja, dass der Baum, sage ich mal, so schön gleichmäßig verteilt aussehen kann. Das ist, ist der Idealfall. Er kann aber auch, sage ich mal so, naja, ich sage dann immer, er ist so ein bisschen entartet. Entartet heißt, er ist halt nicht so schön gleichmäßig, sondern er sieht aus eigentlich eher wie so eine lange lineare Liste. Ja? Und das hat natürlich entscheidenden Einfluss auf die Laufzeit der Operation. Ja, wenn ich den entsprechend aufbaue, und das macht man bei so einem binären Suchbaum so, dann kann ich halt diese Operation alle relativ schnell realisieren. Ja, wir werden da auf Laufzeiten kommen, die typischerweise immer in der Größenordnung O von log n sind. Ja, wenn der Baum so schön gleichmäßig verteilt ist, dann wird entscheidend Einfluss haben, wie hoch der Baum ist. Das heißt, wie lang ist der längste Weg von der Wurzel zu einem, man sagt Blatt, zu den hier unten Knoten ohne nachfolgende Elemente. Also das wird entscheidenden Einfluss haben. Die Höhe dieses Baumes oder die Tiefe eines Knotens, je nachdem, von wo man guckt. Ja, und wenn der Baum schön gleichmäßig verteilt ist, dann haben wir wieder die Idee der binären Suche. Ja, wir teilen sozusagen in jedem Schritt, halbieren wir. Ja, wir teilen sozusagen auf, hier zwei Elemente, zwei Elemente, zwei Elemente. Da kriegen wir wieder sowas wie eine logarithmische Laufzeit raus. Ja, und wenn ich das aber nicht hinbekomme, dass der Baum so schön gleich verteilt ist, sondern eher wie aussieht wie so ein langer linearer Ast, dann kriegen wir es halt nicht hin. Dann kommen wir wieder auf so eine lineare Laufzeit. Das ist halt unerwünscht. Also das wird ein wichtiges Thema sein in diesem Sprint, Baumstrukturen. Und auch da gibt es sozusagen Datentypen, die in ihren Operationen implementiert haben, insbesondere bei den Einfügen- und Löschoperationen, dass halt möglichst versucht wird, dass dieser Baum so schön gleichmäßig balanciert ist. Balanciert heißt, der rechte und linke Teilbaum, die sind ungefähr immer gleich groß oder gleich hoch. Ja, das ist ja jetzt hier nur so im Überblick, ja, hier beispielsweise bei binären Bäumen, da kann dann sowas auftreten, naja, ich habe jetzt hier die Löschoperation, ich möchte beispielsweise den Knoten 11 löschen, ja, dann kann ich den ja nicht einfach da rausnehmen, dann muss ich natürlich irgendwie überlegen, ja, was mache ich denn jetzt da? Welchen Knoten packe ich denn da rein? Also ich muss diesen Baum auch immer wieder irgendwie umorganisieren. Das heißt, wir haben da teilweise relativ komplexe Operationen, die wir da durchführen müssen, weil wir halt die Baumstruktur wiederherstellen müssen. Ja? Hier beispielsweise, ich könnte jetzt wenn Sie das aufmerksam beobachten, das ist jetzt hier ein sogenannter binärer Suchbaum. Binärer Suchbaum hat die Eigenschaft, an jeder Stelle im Baum gilt, wenn ich hier so einen Knoten habe, alles, was links davon ist, also im linken Teilbaum, ist kleiner als dieser Eintrag hier. Und alles, was rechts davon ist, ist größer. Das ist ein binärer Suchbaum. Das ist die binäre Suchbaumeigenschaft. Und wenn ich das weiß, dann kann ich jetzt sozusagen beispielsweise diese Löschoperation auf zwei Arten durchführen. Ich kann einmal sagen, naja, ich nehme die 15, hänge die im Prinzip um, ja, ziehe die hier oben rein, entferne die quasi hier unten. Das geht natürlich bei so einer verzeigerten Struktur. Ich muss ja nicht hin und her kopieren. Ich muss im Prinzip letztendlich nur diese Kanten ein bisschen umhängen. Ja, das ist letztendlich gar nicht so komplex von der eigentlichen Operation her. Ich muss nur natürlich sicherstellen, dass ich auch die richtigen Kanten dann umbiege.
Ja, das heißt, wir können die 15 nach oben ziehen. Wir könnten auch, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch dargestellt habe, wir können auch die 17 nach oben ziehen. Ja, habe ich jetzt nicht, Entschuldigung, die 10 nach oben ziehen. Sorry. Also, habe ich jetzt nicht nochmal als Folie. Ich könnte statt der 15, könnte ich auch die 10 nach oben ziehen. Dann hätte ich weiterhin diese binäre Suchbaumeigenschaft erfüllt. Ja. Genau, da gibt es eine ganze Reihe von binären Bäumen, die dann auch diese Balanciertheit beibehalten. Und wir werden uns ein relativ altes Modell angucken, was aber nicht ganz gut ist. Das sind die sogenannten Rot-Schwarz-Bäume. Es gibt B-Bäume, es gibt AVL-Bäume. Es gibt alles Mögliche da. Wir werden uns ein Beispiel angucken. Das sind die Rot-Schwarz-Bäume, wo den Knoten bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden. Das ist in diesem Fall ist das ein Farbwert. Und für die Vergabe dieser Farbwerte gibt es bestimmte Regeln. Das sind genau diese fünf Regeln, die hier stehen. Ja, dass nämlich ein Knoten entweder mal rot oder schwarz ist. Die Wurzel wird immer schwarz eingefärbt. Jedes Blatt ist schwarz und beide Nachfolger eines roten Knotens sind schwarz. Und jeder einfache Weg von einem Knoten zu einem nachfolgenden Blatt hat die gleiche Anzahl schwarzer Knoten. Das ist die sogenannte Schwarzhöhe. Ja, das sind diese fünf Regeln. Die werden sich dann ja im Detail noch angucken. Und wenn die eingehalten werden, dann ist sichergestellt, dass dieser Baum einigermaßen balanciert ist. Ja, oder dass sozusagen der Unterschied zwischen rechten und linken Teilbäumen, dass das maximal um 1 differiert, die Schwarzhöhe. Ja, genau, das ist sozusagen ein Beispiel von diesen Rot-Schwarz-Bäumen. Das sind dann relativ komplexe Operationen, um einfach einzuhalten, dass diese Regeln erfüllt sind und darüber, und auch das werden wir uns ganz kurz angucken, dass damit dann sichergestellt ist, dass dieser Baum einigermaßen, er muss nicht perfekt balanciert sein, ja, um sicherzustellen, dass wir die logarithmische Laufzeit für diese Operation auf dieser Datenstruktur haben, reicht das halt aus, dass der einigermaßen balanciert ist und das ist halt ein Beispiel genau für eine solche Datenstruktur. Dann gucken wir uns noch ein Kapitel an, das ist das Thema Algorithmenentwurf. Da sind Sie quasi schon eingestiegen in der Einleitung, nämlich bei Quicksort und bei Mergesort. Da haben wir Divide and Conquer angewendet. Und hier werden wir uns weitere Prinzipien angucken. Ein Prinzip ist das sogenannte Backtracking. Das wird bei Such- und Optimierungsproblemen angewendet. Und da geht es beispielsweise darum, dass ich systematisch meine Möglichkeiten, eine Lösung zu ermitteln, irgendwie durchsuche. Ja, wir werden das an so ganz einfachen Beispielen machen. Wir haben hier eine Wegfindung in so einem Labyrinth oder beispielsweise hier sowas. Ich habe das Vier-Damen- oder Acht-Damen-Problem und möchte jetzt systematisch die Möglichkeit entwickeln, dass ich sozusagen die Spielfigur Dame beim Schach, ja, die hat eine bestimmte Möglichkeit, sich auf dem Schachbrett zu bewegen. Die kann beliebig lang horizontal, vertikal und diagonal gehen. Ja, und die Herausforderung ist jetzt sozusagen, so viel wie mögliche Damenfiguren auf diesem Schachbrett zu positionieren, sodass sie sich nicht gegenseitig bedrohen. Ja, bedrohen heißt, wenn ich sozusagen die Dame, auf das Feld der anderen Dame setzen könnte, also wenn sie mit dem Schach vertraut sind, wissen sie, was ich meine, wenn sie Schach nicht beherrschen. Ja, also ich darf sozusagen über die Zugmöglichkeiten der Dame, darf ich die andere Dame nicht erreichen. Ja, das sieht man beispielsweise hier, wenn ich die zweite Dame setze, also wenn ich hier bin beispielsweise, ja, dann kann ich auf die jetzt orange markierten Felder kann ich keine weitere Dame setzen, dass ich, ohne dass die so, sich sozusagen bedrohen. Ja, ich könnte beispielsweise hier eine Dame hinsetzen auf dieses Feld. Ja, die würde von der ersten Dame nicht erreicht werden. Ja, und das Ziel ist halt, so viel wie möglich Damen auf diesem Feld zu positionieren. Ja, und hier unten ist beispielsweise eine Lösung für den Fall, dass ich auf einem 4-Kreuz-4-Brett auch wirklich vier Damen positioniere. Ja, und das sozusagen systematisch zu erarbeiten, das könnten wir beispielsweise mit so einem Backtracking machen. Greedy-Algorithmen, das ist so eine andere Strategie. Das ist greedy, mein gierig. Da arbeite ich sozusagen, entwickle ich auch schrittweise eine Lösung.
Und jetzt kurz hier auf die Uhr gucken, wie spät ist es eigentlich? 13:28, nee, passt noch. Ich entwickle schrittweise eine Lösung und versuche in der Weiterentwicklung der Lösung immer sozusagen die Möglichkeit auszuwählen, sodass meine Lösung größtmöglich verbessert wird. Ja, hier beispielsweise so ein Ansatz, das ist dann quasi ein Algorithmus, den gucken wir uns erst im dritten Lernsprint an, Berechnung eines minimalen Spannbaums. Das ist sozusagen ein bestimmter Teilaspekt aus einem solchen Graphen. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Graphen bestehend aus Knoten, das sind diese Punkte, und Kante, das sind die Verbindungen. Hier haben wir jetzt sozusagen Kanten. Können Sie sich vorstellen wie ein Wegenetz, Telekommunikationsnetz. Sie haben hier Kommunikationspartner von A bis E. Wir haben ein Kommunikationsnetz, das sind diese Kanten hier oder diese Linien. Diese Linien haben einen bestimmten Wert. Ja, und beispielsweise der Wert hier der Kante von A nach D hätte den Wert 10. Der Wert von D nach E hätte 9. Ja, von A nach E wäre 5. Und ich suche jetzt sozusagen den Teil aus diesem Netzwerk, dass jeder Knoten von jedem anderen quasi erreicht werden kann. Wenn ich mir vorstelle, ich kann, wenn ich von A nach E gehen, kann ich direkt gehen. Ich könnte aber auch den Umweg über D gehen und dann nach E. Oder wenn ich nach E gehen möchte, könnte ich auch von A über B nach C nach E gehen. Und ich möchte sozusagen den Teil aus diesem Graphen hier haben, der geringstmögliche Leitungskosten verursacht. Ja, dann wäre das beispielsweise so ein Greedy-Algorithmus, der sich schrittweise immer die Kanten der Größe nach vornimmt. Als erstes würde beispielsweise die billigste Kante ausgewählt werden. Ja, und dann kann man Kanten aufnehmen, man kann Kanten ausschließen. Aber dieser Aspekt, die Auswahl des Billigsten in diesem Beispiel, das wäre so ein Beispiel für diese Greedy-Strategie. Genau, was haben wir noch? Dann haben wir noch das Prinzip der dynamischen Programmierung. Das hat eine gewisse Verwandtschaft zu dem Divide and Conquer. Und zwar bei dem Divide and Conquer, da haben wir das bei dem Merge Sort so kennengelernt, dass wir, oder bei dem Quick Sort, dass wir die zu sortierenden Elemente aufteilen in Teilfolgen. Und hier haben wir den Aspekt, dass diese zu sortierenden Teilfolgen unabhängig voneinander sind. Ja, wir nehmen vielleicht die erste Hälfte des Feldes und nehmen die zweite Hälfte des Feldes. Häufig ist es aber auch so, dass wenn ich ein Problem aufteile, dass dann sozusagen diese kleineren Teilprobleme mehrfach vorkommen. Und das kann man ganz gut sehen, beispielsweise bei der Berechnung der Fibonacci-Zahlen. Fibonacci-Zahlen, das ist eine bestimmte Zahlenfolge, die sich errechnet nach einer bestimmten Rechenvorschrift, dass nämlich die n-te Fibonacci-Zahl sich einfach als die Summe der n-1. Und der n-2. Fibonacci-Zahl berechnet. Und wenn ich das jetzt mal von oben betrachte, ja, sozusagen, ich möchte hier quasi die 6. Fibonacci-Zahl berechnen, dann ergibt sich die als Summe aus der 5. und der 4. Ja, die 5. wiederum ergibt sich als Summe aus der 4. und der 3. Die 4. wiederum ergibt sich als Summe aus der 3. und der 2. Und sehen wir schon, diese 3. Fibonacci-Zahl, die kommt mehrfach vor. Ja, und das ist sozusagen so ein Paradebeispiel dafür, dass ich die dynamische Programmierung einbinden kann. Da versucht man nämlich, das Problem so aufzuteilen, dass man diese mehrfachen Aufrufe nicht auch tatsächlich mehrfach dann ausführt. Ja, das führt, wenn man das machen würde, führt das zu einer relativ großen Laufzeit hier bei den Fibonacci-Zahlen, sondern dass man sagt, okay, ich speichere mir im Prinzip das Ergebnis, was ich hier habe, und immer wenn es dann nochmal verwendet wird, ja, was ja hier beispielsweise später auch nochmal passiert, dann greife ich sozusagen auf den zuvor gespeicherten Wert dazu. Das ist sozusagen der grundlegende Ansatz der dynamischen Programmierung. Ja. Und sonst machen wir, ich glaube, diese Prinzipien wollen wir uns angucken. Genau, und dann das Ganze findet wieder als Lernsprint statt. Wir sind, muss ich gerade gucken, das ist jetzt, ach, das ist noch die alte Folie, sorry, da habe ich doch keine neue.
Also Sie erarbeiten sich die Theorie in dem Elias, das ist eigentlich alles fertig. Wir sind mit der Formulierung des praktischen Teils des zweiten Lernsprints noch nicht fertig. Der wird, ich glaube, spätestens Mittwoch, wenn wir das fertig haben. Ich denke, das ist nicht ganz so dramatisch, weil wir jetzt noch vor dem Review sind. Genau. Das ist sozusagen der Inhalt zum des zweiten Lernsprints. Ja? Genau, wir gehen dann wieder so vor und jetzt sozusagen ganz kurz noch zu dem, was uns heute Nachmittag erwartet oder ab heute Nachmittag. Da wollen wir ja ein Review mit Ihnen durchführen. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen an, was Sie gemacht haben. Dazu wäre es ganz gut, dass Sie sich sozusagen einmal die Aktualisierung aus dem Hauptprojekt holen. Das hatte ja Christian beim letzten Mal oder vorletzten Mal oder Sebastian, einer von beiden, hatte es ja gezeigt. Das heißt, Sie müssen sich da einmal die Aktualisierung aus dem Mailzweig, aus dem Hauptprojekt in Ihr Projekt wieder runterladen. Da haben wir so ein paar Sachen eingetragen, auf die wir dann gleich in dem Review eingehen werden. Das wäre ganz gut, wenn Sie das einmal vorher machen würden. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie auf jeden Fall Ihre IntelliJ-Umgebung aufhaben. Wir werden das dann auf einem Miro-Board durchführen, sozusagen das Review. Da gucken wir uns erstmal an, was Sie gemacht haben. Sie zeigen uns einmal ganz kurz, wie Sie das gemacht haben, was Sie da implementiert haben, ob die Beispiele alle durchlaufen. Und dann werden wir eine sogenannte Retrospektive mit Ihnen machen. Da werden wir einfach Ihre Zusammenarbeit im Team in den Blick nehmen. Ja. Das Ganze machen wir sozusagen dann hier wir machen das im Rahmen dieser Session hier, also jetzt Zoom-Session, in jeweils individuellen Breakout-Sessions. Das heißt, wir sind da auch im geschützten Raum. Wir fangen irgendwie an. Ich glaube, heute Nachmittag haben wir irgendwelche Termine parallel. Da teilen dann Christian, Sebastian und ich uns ein bisschen auf, sodass wir das quasi parallel machen können, dass wir halt auch ausführlich über Ihre Dinge da sprechen können, weil uns das ja wichtig ist, dass wir unsere eigene Arbeit auch kritisch in den Blick nehmen. Ja, und da gibt es jetzt das kennen Sie ja vielleicht, dann gibt es irgendwie rote und grüne Karten oder gelbe Karten und Sie werden aus den Praktika geworfen, darum geht es uns gar nicht, sondern wir möchten ja, dass Sie hier lernen. Ja, und wenn dann alles noch nicht perfekt ist, dann ist das ja vielleicht so, aber dann möchte man zumindest über das sprechen, was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat, damit es beim nächsten Mal besser klappt. Genau. So, das wäre eigentlich das, was ich eigentlich alles zum heutigen Termin sagen wollte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Darum würde ich jetzt vielleicht nur ganz kurz Christian, Sebastian fragen, ob euch noch irgendwas einfällt, was ich hätte sagen können. Dann könnt ihr das jetzt vielleicht nachholen. Von meiner Seite aus müsste es das soweit gewesen sein. Der Lernsprint, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, hat Sebastian die Programmieraufgabe jetzt im Elias auch beschrieben. Das heißt, das müsste jetzt aktuell da sein. Ja, dann muss ich gucken, ob er es im Richtigen gemacht hat. Wir haben jetzt zwei Kurse. Ja. Dann würde ich das irgendwie auf jeden Fall jetzt heute oder morgen da übernehmen. Genau. Dann ist das auch da. Richtig. Die Inhalte für die Programmieraufgabe sind bereits in dem Projekt hinterlegt, im Masterprojekt. Da jetzt auch nochmal für den Sprint dran denken oder für die Review dran denken, einmal noch den Fork synchronisieren, so wie wir das beim letzten Mal vorgemacht haben. Ansonsten nochmal das Video konsultieren. Genau. Ja, und dann treffen wir uns gleich mit dem ersten Team um 14 Uhr. Sie haben Ihre Termine gebucht. Diejenigen, die noch keine Termine gebucht haben, fast alle haben das getan. Vielleicht, weil ich habe keine Rückmeldung von denen, die jetzt keine Termine gebucht haben, ob die noch dabei sind, ob sie ausgestiegen sind, das weiß man ja immer nie so genau. Kommen Sie einfach in etwa zu der Zeit, einfach in diese Session hier wieder und dann gehen wir mit Ihnen einfach hier in so eine Breakout-Session und dann reden wir über Ihre Lösung. Das war es von meiner Seite. Gibt es von Ihrer Seite erstmal noch Fragen dazu? Alles klar. Dann würde ich sagen, ich lasse die Session jetzt einfach auf hier. Ich schalte mich gleich selbst auch stumm. Um 14 Uhr kommt dann das Team Worldwide als erstes Team, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die anderen kommen dann zu ihren Zeiten einfach rein. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.